Hallo und herzlich willkommen hier bei Bewusstsein TV. Ich bin Alexandra und wie ich vorangekündigt habe, ich habe heute Claudia eingeladen. Wir haben ja auch ein bestimmtes Thema. Ist Manifestation gleich Manipulation? Aber sprechen wir dann sozusagen im Nachgang mal drüber. Claudia soll sich doch bitte erst mal vorstellen, denn sie hat auch eine interessante Gabe. Wir haben im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Wie gesagt, ihr kennt Claudia noch nicht und deswegen bitte ich sie erstmal, sich kurz vorzustellen. Bitte, liebe Claudia. Erst einmal vielen herzlichen Dank, liebe Alexandra, dass ich hier eingeladen wurde zum Interview. Hat mich sehr, sehr gefreut und ganz, ganz lieben Dank. Ja, wer bin ich? Ich bin Claudia Heil. Ich komme aus einem kleinen Ort, aus dem Frankenland. Ihr werdet es öfters mal hören. Ich bin eine waschechte Fränkin und es wird immer wieder mal ein fränkisches Wort sich einschleichen. Ja, und ich habe als Kind schon die Gabe gehabt, aber ich wusste es natürlich nicht. Was ich wusste, dass oftmals so im Umfeld mir Sachen erzählt wurden, wo ich gedacht habe, das passt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht stimmig. Vor allen Dingen, weil ich ein Mädchen war, durften Jungs oft Dinge tun, die ich nicht tun durfte. Und da habe ich mir gedacht, was ist das? Und ich habe halt einfach viel wahrgenommen und habe das einfach für mich, war das immer selbstverständlich und Selbstverständnis, komplettes Selbstverständnis. Und ich habe gedacht, das können alle. Irgendwann fing ich dann an und habe mich aber zurückgezogen, weil ich immer angeeckt bin. Weil einfach manchmal auch die Sätze halt einfach so rauskamen, wie sie da waren, durch diese Wahrnehmung. Und das wollte der andere natürlich in dem Moment nicht hören. Ja, oder konnte es vielleicht nicht nehmen. Ja, dann habe ich angefangen, einfach mich so zurückzuziehen und immer kleiner zu machen und enger zu werden. Und ja, und irgendwann in der Pubertät habe ich eine Erfahrung gemacht, wie mein Papa die Seiten gewechselt hat, dass ich mitgehen wollte. Also das heißt, ich hatte da eine Nahtoderfahrung und hatte dann auch, das weiß ich heute schon als halbjähriges Kind, eine Nahtoderfahrung. Also die Claudia, die hat halt mal versucht, wieder zu gehen, und sie hat gemeint, sie bleibt doch da. Das hat mich natürlich sehr geprägt. Auch der Tod von meinem Vater hat mich sehr geprägt, weil er war zwar physisch für mich nicht mehr da, er war aber energetisch immer bei mir. Mhm. Und das war etwas, was mir keiner erklären konnte. Ich war da 14. Es konnte mir keiner erklären. Ich habe ihn immer wahrgenommen, ich habe ihn gespürt, ich habe mich mit ihm unterhalten. Und es war normal für mich. Es gab da kein richtig oder falsch. Und das Ganze war dann aber so, dass ich das natürlich niemandem erzählen konnte, weil es hätte mir auch niemand erklären können. Ja, und dann bin ich so ganz klassisch, habe eine Ausbildung gemacht im Büro, habe dann weitergemacht, Bilanzbuchhalterin und Projektmanagement und Personalbüro dann noch gemacht bis zum Schluss, bis vor ein paar Jahren. Und da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, aber zwischendurch habe ich gemerkt, gut, ich gehe jetzt, ich heirate, ich habe zwei erwachsene Jungs und habe aber gemerkt auch schon, wie ich in der Schule öfter so im Elternbeirat war oder mit Eltern mich unterhalten habe, dass ich vieles anders gemacht habe als Mama. Aber es war wieder für mich normal. Ich habe es nicht hinterfragt, nur in der Draufschau von außen habe ich gemerkt, dass ich vieles anders gemacht habe. Ich habe stundenlang diskutiert mit meinen Söhnen ums Abtrocknen zum Beispiel. Ja? Das wäre in der Zeit schon längst trocken gewesen, aber mir ging es nicht darum, sondern mir ging es darum, sie zu verstehen, sie zu begleiten. Und diese Wahrnehmung kam natürlich irgendwann noch mehr. Also sie hat sich natürlich nicht verstecken lassen, wollte ich auch nicht mehr. Und ich habe zum Beispiel ein sehr lautes Lachen, das habe ich komplett versteckt gehabt. Ja? Die Leute haben immer zu mir gesagt, oder ich hatte diesen Eindruck, ich lache zu laut. Ja, aber es war so ein herzhaftes Lachen und irgendwann habe ich nicht mehr gelacht. Also habe auch diese Freude verschlossen und es tat mir natürlich nicht gut. Und mein Körper hat sich dann gewehrt und ist dann auch in die Disharmonie gegangen. Und dann habe ich einen Heilpraktiker gefunden, der über Kinesiologie
mir Dinge erzählt hat, die er nicht wissen konnte. Die konnte er einfach nicht wissen, weil ich habe sie ihm nicht erzählt und er war ganz neu in meinem Feld. Dann fing es an zu rattern in mir. Mit dem Mond hatte ich mich schon immer beschäftigt. Aber jetzt fing eine Ebene an, nämlich dieses Feld, dieses Informationsfeld, an zu rattern. Und dann fing ich an, mich mit Kinesiologie zu beschäftigen. Das war so mein Einstieg. Und dann kamen einfach mehrere Ausbildungen. Große Ausbildung war das morphische Feldlesen, was ich heute jetzt auch selber lehre. Und auch noch verschiedene Coaching-Ausbildungen. Hypnose hat mich sehr interessiert. Ich wollte genau wissen, was in der Hypnose passiert. Also war ich so neugierig, weil ich gesagt habe, ich muss wissen, was da passiert. Ja? Und habe herausgefunden, dass nichts anderes ist wie eine tiefe Meditation, ja, in Begleitung. Also so stellt sich es bei mir oft dar. Mhm. Und dann habe ich angefangen, meinen Job als Buchhalterin und Personalerin und Projektmanagement irgendwann aufzuhören und dann wirklich nur noch meiner Gabe zu folgen, meiner Freude zu folgen und mein Ding zu machen. Ich wusste nicht, was ich mache, wie ich damals aufgehört habe. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass den Job ich nicht mehr machen will, also der, den ich da gemacht habe, obwohl ich ihn gern gemacht habe. Aber ich wusste schon sehr lange, dass ich den nicht bis zum Schluss machen werde. Und heute, jetzt so in der Nachschau, ich bin jetzt über 15 Jahre selbstständig, war eigentlich diese körperliche Disharmonie das größte Geschenk, was mir passieren konnte. Mhm. Weil ich wäre nie aus dieser Buchhaltung raus. Wenn ich da nicht so einen feinen Wink bekommen hätte, wirklich so geschubst worden wäre, weiß ich nicht, ob ich heute hier sitzen würde. Und das war auch der Zeitpunkt, an dem ich das erste Mal entschieden hatte, für mich zu sein. Da war ich so an einer Überarbeitung und dann habe ich mit meinem Chef telefoniert und habe gesagt, nein, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, habe total geweint. Habe gedacht, er kündigt mich jetzt sofort. Das Gegenteil war der Fall. Am nächsten Tag hat er zu mir gesagt, was willst du denn jetzt noch tun? Wie viel willst du denn noch arbeiten? Also ich wurde das erste Mal gesehen, weil ich mich gesehen habe. Ja. Mhm. Weil ich zu mir gesagt habe, nein, das geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und ich habe zu mir gestanden und ich habe echt die ganze Nacht dann nicht gewusst, kündigt er mich jetzt? Was will er jetzt mit mir oder irgendwas? Ich habe dann noch 2 Jahre mit ihm zusammengearbeitet und habe heute noch Kontakt mit ihm. Also es war ein großes Geschenk, aber das Geschenk war einfach auch zu mir zu stehen, zu meinen Gaben zu stehen. Mhm. Egal wohin ich gelange, egal was passiert, ich wusste es ja nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das Feldlesen noch nicht in dieser Dimension ausgebaut, wie ich es heute mache. Und ich wusste es tatsächlich nicht. Mhm. Ich wusste nur, das war es nicht mehr. Das kommt jetzt gerade so, ich hatte so eine innere Zuversicht, dass alles gut ist, wie ich mich entscheide, egal was ich tue. Und diese Sicherheit, die war so tief, dass sie einfach mir diesen Mut gegeben hat, wirklich zu mir zu stehen. Ja, und dann fing natürlich die Reise an, meine Gabe, sage ich mal, so ein bisschen einen Rahmen zu geben, zu schauen, was ist denn meine Gabe überhaupt? Wo nehme ich denn was wahr? Und was mache ich denn jetzt damit? Das Augenthema kam dann auch noch dazu. Also ich bin auch noch Augentrainerin und Sehcoach. Hat natürlich alles mit Wahrnehmen zu tun. Ja, genau. Sinneswahrnehmung, ja. Und das war das Schöne, dass ich immer ganz viele Menschen hatte, die mir, sage ich mal, mir diesen Rahmen gegeben haben, mich zu entwickeln. Von meiner Familie angefangen, was nicht immer leicht war, also das ist auch wahr, weil auch meine Familie durfte ja lernen, was ich für eine Wahrnehmung habe. Genau. Ja, also ich durfte ihnen auch Zeit lassen, damit zurechtzukommen, auch. Ne? Und ich hatte ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich unwahrscheinlich viel geübt habe damals,
gelesen habe am Telefon. Die ganzen Videomöglichkeiten gab es ja noch nicht. Das heißt, ich habe immer am Telefon haben wir gearbeitet und haben da Fragen beantwortet oder Dinge einfach erlöst im Energetischen. Also die Energiearbeit kam natürlich dann auch dazu. Und es hat mich ganz viel interessiert. Neben der Hypnose hat mich natürlich die Quantenmatrix interessiert. Also diese ganzen Quanten, schon so große Errungenschaften, die in der Wissenschaft gemacht wurden. Ich wollte das verstehen. Ich wollte das wirklich verstehen. Was passiert auf der Quantenebene? Ich wollte auch verstehen, was ist die geistige Welt? Was ist das morphische Feld? Was ist da für ein Unterschied? Wo bewege ich mich? In welchen Feldern? Bin ich in der Akasha-Chronik oder bin ich in der Diamant-Chronik oder in der Smaragd-Chronik oder welche Chronik auch immer? Also es gibt so ein paar. Und ich wollte das herausfinden. Wo bin ich? Und wo bewege ich mich? Und wenn ich mich dort bewege, was tue ich da? Also ich wollte es auch immer verstehen und in die Materie bringen. Also dass es wirklich auch mein Körper mitnimmt. Denn auch das habe ich gelernt, dass wir natürlich sehr viel in diesen Sphären sein können. Und ich als luftiges Wesen fühle mich natürlich da sehr wohl. Dennoch ist es wichtig, dass ich das mit in den Körper nehme. Und das habe ich gemerkt, dass es auch darum geht, das hier reinzuholen. Das war insgesamt eine spannende Reise. Ich habe viel gelernt über die verschiedenen Wesenheiten, die verschiedenen Energieformen. Und das Schöne war, ich habe mich meistens nur erinnert in den Ausbildungen. Erinnert an das, was ich sowieso schon als Wissen in mir hatte und meine Zellen sich erinnert haben. Ich weiß damals, wie ich, das war 2010, habe ich eine Ausbildung gemacht als geistige Heilerin, also geistiges Heilen. Und wir haben damals dann Harmonisierungen durchgeführt an Häusern und Handys und Autos und so weiter. Und ich habe das damals gemacht, als hätte ich das schon immer gemacht. Und da habe ich gemerkt, ich habe das schon da. Und auch selbst das hat mich noch erstaunt. Ich habe das damals gemacht, als wenn das, ich schreibe halt jetzt einen Brief. Mhm. Und es war so selbstverständlich für mich. Ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Natürlich habe ich dann schon versucht zu hinterfragen und zu schauen, was passiert da auf der energetischen Ebene. Das wollte ich schon verstehen. Aber ich habe nicht hinterfragt, dass ich es kann. Ich habe dem einfach vertraut. Und dadurch steigt natürlich das Vertrauen in die eigene Gabe, in die eigene Wahrnehmung. Und das Schöne ist, wenn das Vertrauen größer wird, brauche ich mich auch nicht mehr zu verstecken damit. Nicht an mir vorbeigegangen, obwohl ich jetzt in meinen Träumen, weil ich auch in andere Zeitlinien, Reisedimensionen schaue, da das dann komischerweise verarbeite oder mitbekomme oder wie man das dann auch immer sagen mag. Das ist schon interessant. Ne? Also dann frage ich dann in meinem Traum, immer sage ich, also ist es wirklich so, dass ich das alles so gar nicht so mitbekommen habe? Ne? Ja, ist anscheinend so. Aber ich lasse es auch viele Sachen jetzt einfach unwertet und ich nutze das, was mir nicht gegeben wurde, sondern das haben wir schon alle in uns drin, nutzt das. Jetzt ist es ja so, dass wir ja gerne in unserer physischen Welt alles manifestieren wollen. Kommen wir mal jetzt auf das Thema manifestieren. Jeder möchte in der physischen Welt irgendwas sehen, was er greifen kann, was er anfassen kann. Und deswegen versuchen wir ja zu manifestieren. Jetzt hatten wir ja bei unserem Vorgespräch also diese Überschrift oder beziehungsweise uns die Frage gestellt, ist Manifestieren eigentlich eine Manipulation von dem allgemeinen großen Feld oder von irgendjemand anderen? Zum Beispiel, mache das schon, keine Ahnung, Jahrzehnte, Jahrhunderte, schon lange, dass ich ein Parkplatz manifestiere. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und denke, oh, ist Stadt und naja, ich habe keine Lust, da so weit zu laufen und vielleicht könnte da in diese Richtung, wenn ich da jetzt vorbeifahre, vielleicht ein Parkplatz frei sein. Es funktioniert ja auch. Also es ist immer dann auch was frei, aber ich habe mir auch wirklich noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Manipuliere ich denn denjenigen, der dann da rausfährt, in gewisser Weise, dass ich dann da reinfahren kann zu der Zeit und fühlt er sich dann genötigt oder ja genau, weil wir werden ja über alles oder durch so vieles manipuliert
Und da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Was sagst du denn dazu oder was meint ihr, liebe Zuschauer? Also habt ihr euch da schon mal Gedanken darüber gemacht? Manifestieren ist ja toll. Ne? Also ich habe mir auch hier das Haus manifestiert mit Apfelbaum und so weiter. Aber musste dann derjenige, der hier wohnt, dann ja auch erstmal ausziehen, ne? Dass das Haus frei wird. Also darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Also grundsätzlich, was ich wahrnehme, ist, dass wir mit Manifestieren komplett manipulieren. Ich bin halt so, wie ich bin. Jeder ist so, wie er ist. Und er soll ja auch so sein, wie er ist. Und also das mit der Mitte und mit dem Lachen finde ich einen tollen Abschluss. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir wollen auch noch mal andere Themen ansprechen. Also uns beide wird man öfters jetzt noch mal sehen. Ne? Genau. Ob das jetzt im Livestream ist oder auf anderen Videos, ist jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall wird man uns beide in so einer Diskussion öfters noch mal sehen. Schreibt mich einfach per E-Mail an bewusstseintv@gmail.com, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr möchtet eine Beratung oder ein Coaching haben, dann könnt ihr mich da gerne darüber kontaktieren. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und Claudia, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, mir Frage und Antwort zu stehen für meinen Livestream und auch für diese interessante Frage, die wir jetzt einfach mal so in den Raum gestellt haben. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir ganz herzlich. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, zu erzählen, wer ich bin und auch die Frage zu bewegen. Ja, bei mir kommt manchmal so Manifestation, ist Manipulation Manifestation. Also auch, ich drehe es öfters mal um. Und es ist schön, wenn die Zuschauerinnen einfach das auch bewegen können über unser Video. Und vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf weitere. Danke. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.